So Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir hier gerade in dem LSK-Meet, aber es ist alles leer. Und zwar machen wir heute was ganz Tolles. Wir tunen ein Fahrzeug, was ich niemals ohne Hilfe bekommen könnte. Leute, wir sind hier mit unserem Niob, aber das Fahrzeug, um das es geht, ist der Castigator. Jetzt denkt ihr euch, was ist das denn für ein Fahrzeug? Das kann man im Moment sogar tatsächlich nicht kaufen. Es wird zwar bald kommen. Der einzige Weg, es gerade zu bekommen, ist beim Karrierefortschritt bei Unternehmen Bottom Dollar Bounties Stufe 4 zu erreichen. Davon bin ich auf jeden Fall noch weit entfernt. Aber die Kollegen hier haben das tatsächlich schon erreicht. Wir haben hier einen, zwei und drei Castigator. Das ist leider der einzige, der erspielt ist. Und das ist der von Kev, von dem Trutan Boy hier vorne. Also auf jeden Fall sehr, sehr krank. Sehr, sehr krass. Props gehen raus. Das ist der von Janina. Auch sehr, sehr schön. Aber man kann schon an den Reifen erkennen, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zu sich geht. Und als letztes nochmal auch einen interessanten Castigator. Und hier auch wieder an den Reifen sehen wir, hier ist irgendwas nicht normal. Und natürlich noch ein bisschen, bisschen modifiziert, aber an sich noch relativ am Original gehalten. Auch wenn ich den jetzt sehr feiere, weil er jetzt genau wie in der Karriere ist, kaufe ich lieber doch vielleicht den mit den Formel 1 Reifen, weil ich kein einziges Fahrzeug mit solchen Reifen habe. Das wäre dann mein erstes. Und hier haben wir sogar jetzt noch einen Castigator. Und ich muss sagen, der ist schon sehr, sehr geil getunt. Dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt den hier. Ich werde den auf jeden Fall umtunen. Aber vielleicht lassen wir die Reifen und die Farbe sogar, weil tatsächlich diese auch gemoddet ist. Freaky Outfit. Das kann man doch noch gar nicht bekommen. Das ist dieses Pizza-Boy, Digga. Okay, so, dann würde ich sagen, kaufe ich das Fahrzeug, bevor ich jetzt zu viel Zeit verliere. Wir kaufen das, wie gesagt, von Janina und für 2.500.000 ist auf jeden Fall nicht wenig, aber lohnt sich definitiv. Wir kaufen das mal und packen das in unsere Autowerkstatt. So Leute, wir haben hier eine 1:1 Kopie von Janinas Castigator und ich bin mal sehr gespannt. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann tun wir Hau einen Gefallen und tunen unser Auto auch direkt hier. So, Canis Castigator Tuning bei dem lieben Hau. Wir packen alles drauf, wollte ich gerade sagen, aber hier ist ja schon alles drauf. Deswegen gehen wir einfach mal alle Optionen einmal durch. Vielleicht finden wir auch etwas, was uns besser gefällt. Also die Zierleisten sind auf jeden Fall einmal hier und mit den Verbreiterungen. Dann haben wir die Stoßstangen. Wir haben den Standard Splitter. Ich gehe mal einfach die ganzen Optionen runter und dann haben wir noch Kuhfänger. Ah, und Schutzbügel. Also ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall etwas krasseres, damit es sich definitiv mal abhebt. Also so schwarze Schutzbügel mit den fetten schwarzen Reifen könnte auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aussehen. Aber wir nehmen mal den normalen schwarzen Schutzbügel. Ich mag, dass da nicht so viele Details sind. Dann die Heckschussstange ist hier sogar einfach die serienmäßige. Wir gehen einzeln runter. Was ist das denn, Bro? Das ist einfach eine Röhre. Das sieht so dumm aus. Oh mein Gott, Alter. Es sieht so dumm aus. Oh mein Gott. Oh, da ist es schon wieder. Okay. Also wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Optionen. Aber was sind denn diese Geraden einfach? Es ist einfach ein Rohr. Oh mein Gott. Ich muss sagen, ich finde die Schutzbügel ein bisschen zu fett. Also die sind alle so riesig. Also jetzt kann ich verstehen, warum hier keiner drauf war. Deswegen lassen wir das auch mal sein. Dann den Auspuff haben wir Standard, Chrom, Titan und Rally. Aber ich finde sogar die jetzt drauf sind am besten. Kühlergrill haben wir serienmäßig. Tuning, also einfach freigelegt. Mit dann haben wir noch ein paar Details. Ich würde es auch so lassen, wie es ist. Also ich muss sagen, alle Optionen gefallen mir bisher nicht so gut. Wir fangen mal oben an, serienmäßige Motorhaube mit Einlass an den Seiten. Ah, dann mit dem Licht, aber wird halt jetzt verdeckt vom Kuhfänger, ne? What the hell ist das? Okay, das kracht, jetzt kracht es komplett. Gepanzert. Ah, das Logo sogar darauf ändert sich. Okay, also das ist cool. Aber ansonsten wiederholt sich das immer mit dieser Ausrüstung und den Lichtern. Nur so ein Einlass und so ist da noch ein extra mit dabei. Muss aber sagen, ich finde sogar das hier am besten, muss ich um ehrlich zu sein sagen. Aber wir lassen den Motor aber auch mal so erstmal. So, Designs haben wir. Wir haben hier gerade Design 11 drauf. Wir gehen mal auf 0. Also erstmal das Fahrzeug komplett nackt. Sieht erstmal sehr nice aus. So, wir machen mal weiter. Weiße Streifen, schwarze Streifen, weißer Streifen oben. Dann haben wir mit rotem Rand. Ah, da, okay. Ich habe es gar nicht gesehen. Dann haben wir noch die Kannestreifen, die Grafik, Stadttarnmuster. Hat was? Hat was? Aber weiß ich nicht, Diggi. Muss jetzt nicht sein. Und dann haben wir das das haben wir hier. Das ist da, das Tarnmuster, was wir hier halt haben von der Karriere. Dann haben wir Flammen, die nehmen wir auf jeden Fall nicht. Und dann nochmal einmal so ein Teroil Racing. Ich glaube, wir nehmen das Stadttarnmuster, damit das mal was anderes ist. Dann haben wir noch Überrollkäfige. Achso, Tunersitze mit Käfig, Rennausstattung.
mit Tuner sitze und Wettbewerb sitze. Können wir hier irgendwie in die Ego-Perspektive? Nein, das geht anscheinend nicht. Danke, Kev, fürs Bewachen unseres Fahrzeugs. Ja, ich finde aber die normalen Sitze so am besten, um ehrlich zu sein. So, Dach haben wir. Okay, hier haben wir auch viele Optionen. Wir gucken mal. Das hier war auf jeden Fall drauf, dieser Dachscheinwerfer. Serienmäßig ist einfach ohne das. Lufthutze mit Antenne, dann die andere mit Antenne. Rallye-Dachlufthutze. Es ist so dumm, dass wir es von vorne leider nicht sehen können, aber naja. Auch wieder mit Antenne. Dachbox in Primär und Sekundär. Surfbrett, okay. Wir haben einfach zwei verschiedene Surfbretter. Gepäck, Träger. Dann haben wir einen klassischen Dachscheinwerfer. Kann man leider nicht von vorne sehen. Aber dann nochmal den modernen. Ich würde sagen, wir lassen den modernen drauf. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann haben wir die Seitenverkleidungen. Wir fangen auch mal wieder oben an. Serienmäßig, Spritzschutz, Seitenstreben. Da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Optionen. Dann haben wir die Alternativen mit diesen Plastikteilen an der Seite. Spritzschutz, dann Alternativ, wieder mit Spritzschutz und so weiter. Hä? Sekundärfarbe ist doch weiß. Also ich check's gerade nicht, Leute. Könnt ihr mir mal kurz helfen? Ich verstehe den Unterschied nicht. Also zum Beispiel zwischen dem und dem. Ist wahrscheinlich wieder ein Fehler von Rockstar, was ich leider nicht ganz nachvollziehen kann, aber naja. Dann lassen wir das erstmal so drauf, weil so schlecht finde ich das gar nicht. Spoiler haben wir, damit hätte ich nicht gerechnet. Die müssen auf jeden Fall leider mit drauf, für die Traktion. Dann haben wir den Rallye-Flügel, der gibt uns auch direkt so Kofferraum-Verschlüsse. Wir haben den Kofferraumflügel, den oh mein Gott. Den Rennflügel, den Wettkampfflügel und den Chassisflügel. Was bitte ist das, Mann? Warum mussten die immer so übertreiben? Wir nehmen den Rallye-Flügel, dann sieht es auch am besten aus. Jetzt haben wir hier zwei Leute, die mich umkreisen, als wäre ich die Sonne. Danke auf jeden Fall dafür. Sonnenblenden passend dazu. Getriebe ist voll, Turbo ist auch voll. Die Reifen ändern wir nicht. Ich würde nur gerne sehen, wie die standardmäßigen Reifen aussehen. Und um ehrlich zu sein, sehen die gar nicht mal so schlecht aus. Aber wir lassen jetzt erstmal die F1-Reifen drauf. Jetzt müssen wir den noch einmal kurz umlackieren. Und ich würde sagen, ich überrasche euch mal mit der Farbe. Ich hoffe, ich kann mir was Schönes ausdenken und was Gutes finden. Und dann sehen wir uns gleich draußen. Okay, Leute, wir sind hier draußen mit den Castigatern. Das ist der von Paul in einem wunderschönen Matt-Schwarz, komplett überall. Dann haben wir hier den nächsten, auch in einem Schwarz, sehr, sehr nice. Als nächstes offensichtlich gemoddeten, also das ist schon crazy. Auch mit einer gemoddeten Farbe oder ist das vielleicht eine Chameleon-Farbe, ich weiß es gar nicht. Und dann den von Kev, den Detailgetreuen aus der Karriere, wie gesagt, bewusst nicht stark verändert. Und dann haben wir meinen in Pink. Also ich kann das auf jeden Fall euch sehr, sehr gerne einblenden, dass ich auf jeden Fall vom Chat dazu gezwungen wurde. Aber das Schöne ist, dass wir erstmal die Formel 1 Reifen hier drauf haben und des Weiteren ein sehr, sehr krasses Nummernschild. Das ist crazy. Und jetzt geht es nur darum zu gucken, wie schnell der eigentlich ist, wie der sich fährt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin eben schon ein bisschen gefahren und der ist schnell, definitiv. Also einer der schnellsten SUVs ohne HSW. Also der S schon, HSW und so sind natürlich etwas schneller. Aber abgesehen davon ist er sehr schnell, aber fährt sich richtig, richtig schwer in meinen Augen. Also ich finde, er fährt sich vor allem in Kurven sehr schwer. Die Beschleunigung ist gut und generell auch hat man den gut unter Kontrolle. Die Bremsen sind nicht schlecht, aber das Lenken fällt ihm sehr schwer. Das Heck bricht irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Also der, wie sagt man das, übersteuert heißt das, glaube ich. Also wenn ich jetzt die lenke zum Beispiel, man sieht das auch direkt, dass das Heck so ausbricht einfach. Aber ansonsten ein sehr schöner Wagen. So Leute, wir sind hier, um die Geschwindigkeit des Wagens zu testen. Es haben sich ein paar Missverständnisse ereignet. Hier nehmen wir den zweitschnellsten SUV und zwar den Astron HSW. Der Karen Vivenite wäre dann nochmal etwas schneller in HSW. Wir haben den Anus Jubilee, Canis Terminus haben wir dann noch. Und ganz hinten haben wir den Torero. Ich habe gesagt Toros. Es hat sich wohl ein Missverständnis ereignet. Aber naja, okay. Deswegen würde ich sagen, testen wir das jetzt erstmal so. Wir nehmen die Granate wie immer in die Hand. Wir werfen sie. Und ohne Unfälle zu bauen, testen wir jetzt die Geschwindigkeit. Da bin ich mal sehr gespannt. Und let's go. Okay, ich glaube, ich habe den besten Start gemacht. Das war dann auch nur mir zu verschulden. Aber ansonsten, der Astron zieht mir leider trotzdem davon. Zwar nicht mit einem großen, extremen Abstand, aber trotzdem zieht er weg. Aber wir sind trotzdem schneller als der Terminus. Und als der Torero? Ist er auch getuned? Crazy. Da wäre ich auf jeden Fall noch gespannt, wie das sich mit dem normalen Toros verhält. So Leute, Runde 2. Wir haben hier einmal den Nightshark, wieder den Astron HSW. Den Toros diesmal, den anderen schnellen SUV und ganz rechts den Vapid Illusion, auch relativ neu. Kam halt mit dem Vivenite, aber den haben wir leider gerade nicht. Deswegen, ich werfe die Granate und dann geht der Test in die zweite Runde. Wie gesagt, den Start habe ich leider wieder sehr gut gemacht und wir schauen jetzt, was passiert. Okay, den anderen Wagen ziehen wir allen davon, außer dem Astron HSW. Der überholt uns, also gegen den haben wir keine Chance. Aber generell sind wir sehr gut dabei. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Okay, Leute, GG's auf jeden Fall. Der Toros
ist damit definitiv abgelöst. Die besten SUVs sind der Baller STD und der Taurus, aber der neue Castigator hat beide damit abgelöst. Abgesehen von dem HSW Vivonite und dem HSW S-Tron Custom ist das jetzt der neue schnellste SUV. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Okay, Leute. Mir wurde gesagt, ey, komm, lass mal noch ein Rennen fahren. Wir haben Fahrzeuge. Mit diesen Fahrzeugen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber dafür haben wir den Baller STD. Der alte schnellste SUV. Und der wurde jetzt halt vom Castigator abgelöst. Und das können wir jetzt hier nochmal genau sehen. Und wir haben einfach noch einen Laser mit dabei, warum auch immer. Dann würde ich sagen, werfe ich die Granate und wir schauen mal. Wir versuchen einen guten Start zu machen. Und let's go. Okay, wir sehen, der Laser fliegt natürlich weg, aber den Bus und den Baller STD lassen wir hinten stehen. Ja, der Jet hat natürlich gewonnen, das hätte jetzt keiner erwartet. Den Baller haben wir tatsächlich sehr einfach besiegt. So Leute, das war's dann mit dem Video. Endet auf jeden Fall mit sehr, sehr interessanten Fahrzeugen und im Hintergrund mit dem Baller STD. Wie gesagt, der wird jetzt abgelöst. Das ist hier der neue Star, den wir hier haben, der Castigator. Und damit würde ich mich an dieser Stelle verabschieden mit diesem wundervollen Sonnenaufgang im Hintergrund. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.